Promigeflüster hier beim Schlagerherbst in Reutlingen im Mediamarkt. Herzlich willkommen, Mike van Heik. Wir haben uns diesen Sommer kennengelernt. Richtig, richtig. Als ich bei ARD und bei Immer wieder Sonntags war. Richtig, und da hieß es Leinen los. Richtig. Wie viel Mal warst du denn dabei? Ich war insgesamt dreimal dabei. Dreimal. Und es war ein wunderschönes Erlebnis. Mhm. Ich war ja vor circa 3 Jahren. War ich ja bei RTL das Supertalent im Halbfinale. Und deswegen ist immer so was Besonderes, wenn man vom TV-Bildschirm ist und die Leute einen sehen. Und ich liebe das einfach. Ich finde es immer schön, wenn ich durch meine Musik jetzt so Leute hier begeistern kann und dass sie schön mitmachen. Ja. Und deswegen mache ich Musik. Meine Musik kommt immer aus dem Herzen. Ich schreibe sehr viele Songs aus dem Herzen und es ist immer schön. Richtig. Dann die Nummer eben, Leinen los, ist die aus deiner Feder? Die leider nicht, aber Dein Jahr ist für mich alles ist aus meiner Feder zum Beispiel. Oder unser Duo, Du was, Leinen los hat Frank Lars geschrieben, wo ja für Amigos und Andrea Berg hat er, glaube ich, schon mal was gemacht. Und ja. Da sind einige Titel dann dabei, genau, richtig. Ja, wir haben 16 wunderbare Titel auf meinem Album Leinen los. Auf deinem ganz brandneuen Album. Genau, ganz brandneu. Wie frisch ist es denn? Ein Monat. Ganz, ja, das ist ja noch also heiß. Das ist noch ganz heiß. Das richtig. Ist noch richtig heiß. Und ist mein, ich sage immer mein Baby, weil jeden Song auf meinem Album oder auf diesem Album fühle ich und singe ich voller Leidenschaft. Das sind einfach meine Babys, meine 16 Babys auf diesem Album. Sind tolle Nummern drauf. Also sind Popschlager dabei, sind Balladen dabei. Genau. Also alle Richtungen. Ich hab damals gesagt, wo ich das Album produziert habe, ich möchte alle Facetten drauf haben. Ich möchte tiefsinnige Balladen wie Frieden für die Menschen und Fox-Nummern zum Tanzen wie Dein Jahr ist für mich alles. Und Songs zum Nachdenken, so wie Der Apfelbaum oder Meine Kinderzeit. Genau. Ja, wo bist du jetzt so überall unterwegs? Wo kann man dich antreffen? Ich bin übernächste Woche bin ich in Düsseldorf bei Uwe Hübner. Ja. Und dann die Woche drauf bin ich beim NDR 1 in Niedersachsen und in Bremen. Und dann bin ich bei Radio B2, bei Radio Paloma. Und dann noch bin ich in Dessau dieses Jahr noch ein paar Mal. Dessau, Leipzig, Magdeburg, Köln, Düsseldorf. Oh ja, dieses Jahr noch ein voller Terminkalender. Okay. Und heute in Reutlingen. Und das Publikum, wie sie ist zufrieden hier mit dem... Sind Sie zufrieden? Mit dem Mike? Ja, natürlich. Und auch schön, dass Sie noch so lange da geblieben sind. Genau. Das freut mich. Richtig. Jetzt gibt es jetzt nachher gleich noch ein paar Autogramme, Selfies kann man machen. Natürlich. Alles steht zur Verfügung. Ich stehe für alles zur Verfügung. Und ganz wichtig, seine CD, die hat er auch dabei. Meine CD habe ich, mein Album habe ich natürlich auch dabei. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie vielleicht eine CD von mir haben möchten. Ja. Normal mag ich das nicht so, weißt du, aber ich habe wirklich, ist ein wirklich Top-Album. Ja. Also ist schön. Aber du hast es jetzt gerade auf der Bühne vorhin gesagt, aber für unsere Zuschauer, die es vielleicht noch nicht wissen, du bist Friseur. Ja, ich hab mit 21 meinen Friseurmeister gemacht. Mit 21,5 habe ich mich selbstständig gemacht. Jetzt, ja. Und jetzt bist du 23. Jetzt bin ich 23. Schön wär's. Okay. Schön wär's. Nein, ich werde nächstes Jahr schon 30. Oh, okay. Ich werde nächstes Jahr auch schon 30. Siehst du aber aus wie 22. Okay, dann ist gut. Ja? Dann ist gut. Wenn wir jetzt in so 20 Jahren hier nochmal stehen und du sagst zu mir, Mike, du siehst aus wie 30. Dann stimmt's. Dann stimmt alles. Dann, genau. Dann haben wir alles richtig gemacht. So ist es, genau. Mike van Heik, jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz fragen. Du kommst ja eigentlich aus Ulm. Ja. Original Schwabe. Wo kommt da eigentlich der Name Mike van Heik her? Der klingt so holländisch. Ja, ich war damals mit einem guten Freund von mir unterwegs und habe gesagt, ich möchte Schlager singen. Und dann sagt er, ja, aber Mike, da brauchst du einen Künstlernamen. Okay. Dann ich so, ja, Mike Heberle, so heißt ich ja bürgerlich, wäre ein bisschen schlecht. Klingt nicht so gut. Klingt, weißt du, so richtig schwäbisch. Ja. Und habe ich gesagt, ja, aber ich möchte meinen eigentlichen Namen Mike, den möchte ich beibehalten. Und dann kam er auf Fun, aber frag mich nicht, warum, der kam aus dem Nichts. Okay. Aus dem Nichts sagt er irgendwas mit Fun. Und dann sage ich so, ja, dann machen wir einfach Mike Fun. Hike. Und dann haben wir gleich im Internet geguckt und alles, haben wir gleich die Domain sichern lassen
Und dann seit jetzt über 10 Jahren bin ich als Mike van Heike unterwegs. Okay, auch schon 10 Jahre. Gab schon Jubiläum? Nein. Noch nicht? Nächstes Jahr zu meinem 30er. Okay. Zu meinem 30er nächstes Jahr mache ich Jubiläum. Dann mache ich einfach 11 Jahre. Alles klar. Also, CD, wie heißt es nochmal? Leinenlos, so wie Leinenlos. Der Titel draus. Ne? Wieder aktuelle, genau. Die aktuelle Single und die Single von Immer wieder Sonntags. Ja, genau. Leinenlos. Und wie gesagt, 16 wunderbare Titel drauf. Von Fox bis Gefühl, bis Ballade, bis Herzzerbrechen. Ja. Alles sehr drauf. Sehr gut. Finden kann man dich auf den Social Media Plattformen natürlich auch. Wo bist du überall? Facebook, Instagram? Spotify, natürlich. Google Plus nicht, weil ich es nicht verstehe. Gibt's glaube ich auch gar nicht mehr so. Na gut, also auf den gängigen. Facebook, Spotify, genau. YouTube. YouTube natürlich YouTube. Kann man mich gerne adden. Genau. Ich tue auch gerne bis tief in die Nacht schreiben. Kein Problem. Auch unseren Kanal bitte adden, wenn es möglich ist. Natürlich. Natürlich gut. Promi-Geflüster. Promi-Geflüster auch gehört adden. Auch dazu, genau. Wir sind genauso überall vertreten. Richtig. Und unser Interview wird man so circa in 2 Wochen dann auf unserem Kanal finden. Ich muss jetzt nochmal kurz sagen, ich finde es schon mal wahnsinnig klasse von euch, dass ihr uns Newcomern so eine Chance gibt und so eine Plattform, dass wir uns mal in einem Mediamarkt präsentieren dürfen. Also erstmal einen großen Dank, dass wir als Newcomer hier in einem Mediamarkt unsere CD präsentieren dürfen. Also das war für mich damals immer ein Traum, dass ich einmal mein Album in einem Laden habe, so wie Mediamarkt und Amazon können wir ja noch sagen. Aber dass ich dann noch in einem Mediamarkt mal singen darf, das ist für mich wirklich, das ist heute für mich ein besonderes Erlebnis, weil ich finde es sehr schwierig in der heutigen Zeit, dass Newcomer so eine Chance bekommen, so eine Plattform. Und deswegen von mir jetzt mal ein ganz großer Applaus an das ganze Team vom Mediamarkt Reutlingen, dass ich heute hier stehen darf. Unbedingt. Herzlichen Dank, wie gesagt, dass wir die Bühne immer mal wieder nutzen dürfen und euch gerne mit irgendwelchen netten und lukrativen Stars hier besuchen dürfen. Genau, jetzt haben wir die Kurve gekriegt, so ist es. Genau. Herzlichen Dank. Ja, dann würde ich sagen, kommst du mal zu deinem letzten Titel leider schon. Ja. Und dann steht er für Autogramme und alle anderen Wünsche, die so hier zu erfüllen sind, zur Verfügung. Ich sage herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ich sage vielen Dank. Und wir machen bestimmt noch einiges weitere. Viel Spaß mit Mike van Heike. Ich habe die Zeit verflucht. Come on.